Willkommen zurück hier bei Let's Play Kingdom Hearts 2, dem Final Mix. Wir sind heute im Olymp wieder mal unterwegs. Danach habe ich mehr Optionales im Olymp zu unternehmen. Nun, die Küste ist klar. Keine Zeichen der Niemande oder der Herzlosen. Jedenfalls für jetzt. Was ist das? Nee, was ist das? Der Underdome. Drome. Underdome. Underdome, ja. Was ist das? Monster aus der Unterwelt haben einst dort gekämpft. Kampf after Kampf, ja. Ja, after Kampf. Also Nachkampf. Aber Zeus mochte die sinnlose Gewalt nicht, also hat er den Platz versiegelt. Wie wurde es denn... Was ist das? Unversiegelt? Wie wurde das Siegel denn gebrochen? Irgendein Idiot muss das Siegel gebrochen haben. Was ein Idiot. Wohin gehst du, Auron? Wir sollten zusammenbleiben, wahrscheinlich. Wenn du irgendetwas machen musst, dann geh und hilf deinen Freunden. Und weg ist er. Traurig. Hey. Herc, you feeling any better? Well, same routine. Wonder Boy here thinks his hero days are over. And Phil thinks it's all in his head. Gorsh, Herc, we know you're a hero. That's right. Blunder Boy. How could you mope on a momentous day like today? The Underdrome's back, and you are gonna fill the stands. After all, your fans won't settle for anything less than a certified hero. I mean, if you're not up to it, you could always just, I don't know, lose. I bet you'd like that. Excuse me? Hey, I'm not a selfish guy. I'm not like those high and mighty snobs up on Olympus. I stand for the masses, and have I got a massive idea. The games, ladies and gentlemen, are back. Yours truly, Hades, the one and only Lord of the Dead, brings you the ultimate games. To celebrate the reopening of the Ultimate Colosseum. We'll finally answer the age-old question, who deserves the title Ultimate Hero? These games are gonna settle the debate once and for all. The winner reigns supreme. Of what? You guessed it, the Hades Cup! And I assure you that the great Hercules will be there, otherwise... You'll never see your girlfriend again. Low life. You're too kind, kid. Redet einfach mit mir, wenn ihr das Turnier beginnen möchtet. Was ist most pernicious? Oh Gott, was ist das denn? Sagen wir einfach seine Lordschaft. Das war nicht das, was er sagt, aber ist auch völlig egal. Fühlt sich heute sehr spendabel, also müsst ihr euch nicht um so etwas wie Sterben oder sowas kümmern. Ihr solltet euch selbst als glücklich betrachten. Und wenn ihr gewinnt, kriegt ihr haufenweise fabulöse Preise. Oder tolle Preise. Es gibt einen Haufen von diesen Turnieren, also solltet ihr öfters mal hier nachsehen. Ja, es ist eine großartige Art, seine Zeit zu verbringen. Ich kümmere mich um die Registration oder... Ja, ist das Registration? Denk schon. Für den Hades Cup. Also, schiebt ihr keine Panik. Was das angeht, ja, irgendwie so. On the fly übersetzen, bla 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 bla. Nein. Mit dir möchte ich reden. Ja. Wir kümmern uns nämlich jetzt erstmal um die normalen Cups, die wir haben. Und ich denke mal, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Einfach mal Cups hinter Cups hinter Cups. Der hier ist ein sehr einfacher Cup. Im Prinzip können wir hier nämlich sehr billig Limits einsetzen. Das war zwar jetzt nicht den Limit, den ich nehmen wollte, aber so haben wir den auch mal gesehen. Ist auch in Ordnung. Haben wir nichts gegen. Viel interessanter ist aber dieser hier. Der Ultima. Beziehungsweise der Trinity Limit Move. Der tut weh. Der tut
richtig weh. Und tötet im Prinzip alles hier. Wirklich alles. Dementsprechend kann ich doch einfach jeden Angriff einmal machen. Beginne dann die Combo. Und damit haben wir dann die Runde gewonnen. Wer jetzt ankommt mit, das ist aber total billig. Naja, Spiel erlaubt es mir. Ich nutze nur aus, was das Spiel mir gibt. Hahaha, versteht er Major Drive, weil wir hier ganz viele Drive-Kügelchen rumschießen? Ja. Ist halt so Sinn und Zweck dahinter. Warum auch nicht? Runde 5. Ja. Hoppala, das wollte ich eigentlich gar nicht. Egal. Dann machen wir die Runde halt wie eben normal. Meine Güte. Ich mag aber immer diesen Slow-Motion-Effekt. Ja. Ja gut, ich muss wegen meinem eigenen Fehler da die Runde mal eben so ein bisschen machen. Aber wir sind sowieso viel zu stark für diesen Cup. Oder für diese Runde, wenn man so will. Von daher ist das jetzt nicht so das Problem. Und tschüss. Ha, 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 ha. Ziemlich grausam eigentlich. So. Da ich ihn jetzt aber wieder einsetzen kann. Wieder mal. Einfach den Trinity Drive. Drive sag ich schon. Das Trinity Limit. Oh mein Gott. Ha, 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 ha. Ich meine, klar, wenn irgendwas da noch nachkommt, dann haben die noch ein bisschen. Aber pff. Für das bisschen kann ich sogar den Goofy Worder nehmen. Das reicht dann. Boah, ach, ach, ach. Ja, hier können wir zum Beispiel gar nichts. Können wir. Oh, doch, kann ich sogar. Also zumindest diesen einen Move kann ich alleine machen. War nicht schlecht. Wusste ich gar nicht. Habe ich zumindest nie drauf geachtet. Fand ich jetzt mal ganz unterhaltsam. Doch ja. Aber so geht's halt auch. Ja, wie viele leben denn noch? Ah, doch. Auch. Eigentlich noch eine ganze Menge von den Kerlchen hier. Aber wir müssen ja eh nur überleben, bis die Zeit vorbei ist, also. Das war schon. Ah, du bist sogar der Letzte. Wie schön! Alle platt gemacht, bevor die Zeit ausgelaufen ist. Finde ich gut. Semifinale. Gut. So, das hier noch. Den Major Drive. Schießen wir einfach mal irgendwo in der Gegend rum. Hoppala. Da bin ich doch sogar aus meinem Limit-Move rausgekommen. Na egal. Was auch immer. Der Tod. Und jetzt noch die Pflanze da. Wie schön. Ja, und im Finale kämpfen wir gegen Yuffie und Leon. Ist das nicht toll? Ja, Yuffie schon mal erledigt. Bleibt nur noch Leon. Und Ende. Damit haben wir den ersten Cup zumindest hinter uns gelassen. Schauen wir gut. Tittere-tittere. Dafür halten wir den Protect Belt und einen Serenity Gem. Naja. Ist jetzt nichts, was ich unbedingt haben wollte, aber. Es ist sowas nach dem Motto: hey, es ist da. Es ist prinzipiell umsonst.
nehme ich. Ach, das ist schlechter als alles, was ich habe. Na, egal. Meine ich. Ja, da ist auch ein Bock. Genau. Komm her, Bock. Alle Rezepte, bla bla, abgegeben. Rezepte, ja, sehen wir. Genau, save the king, save the queen. Da ist nichts Neues. Ich will einen Defense Boost machen. Das ist so das eine, was sich für mich wirklich lohnen würde. Naja, aber ich darf nicht. So, als nächster ist dann der Cerberus Cup dran. Und hier ist das Gimmick, wir können... Wir kämpfen alleine, aber wir können unsere Form nutzen. Meisterform, etc. pp. Ja. Ja. Oh, wow. Das ist... Direkt das, was ich nicht haben wollte. Genau sofort direkt mit dieser Gehasse. Oh, Mann. Ich meine, ich kann damit überleben. Ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht das Thema, aber... Blach. Und jetzt darf ich die Form nicht wechseln, weil mir... Ah ja, klar. Ah, weil mir durch diese blöde Form gerade natürlich jetzt die Drive-Leiste erstmal genommen wurde. So ein Käse. Also ernsthaft. Ah. Sie steigt sau schnell, das hat man jetzt gesehen, aber... Das ist wirklich, hier hast du ein Gimmick. Hallo? Was ist denn das für ein Scheiß? Dann ziehe ich den scheiß Cup jetzt eben mit der Antiform durch. Soll mir recht sein. Ja, oder? Allen Ernstes. Allen Ernstes. Ich meine, ich habe jetzt nicht mal die Meisterform genommen. Das war jetzt die Heldenform. Und ich... Okay. Wie das Spiel meint. Fein. Von mir aus. Oh Mann. Was hiermit? Wow. Das funktioniert wenigstens. Nee, ey. Nee, nee, nee. So, tot. Da soll noch einer sagen, die Limitform ist gar nicht so toll. Ich mag sie. Ja, gut, jetzt habe ich glaube ich keine MP mehr, aber... Das ist hier eigentlich relativ unwichtig. Aha. Au, au, au. Ja, mein... Ja, ist okay. Meine Güte. Manchmal denken die Gegner aber wirklich, sie könnten alles machen, was sie wollen. Na Gott. Jetzt hätte ich gerne das hier. Lass mich das benutzen. Danke. Ach, scheiße. Das hat jetzt so den Effekt von nichts. Davon ganz viel, aber den Effekt wirklich von nichts. So, tot. Funktionieren tut's ja mit dem Überleben und alles. Ah, scheiße. Hier hätte ich gerne eine andere Form. Nämlich die Meisterform hätte ich eigentlich ganz gerne. Ah, da brauche ich noch ein bisschen mehr Drive. Oh mein Gott. Kannst du super stehen bleiben, danke. Und wieder ran. Juhu! Und wieder zurück und wieder vor und zurück und wieder vor und zurück. Na, nicht drehen. Oh mein Gott. Im Dunklen Cerberus bekämpfen, während er sich wie ein Wahnsinniger noch um die eigene Achse dreht. Yes. Könntest du mal stehen bleiben? Stehen bleiben! Ich glaube, die Form schwimmt dafür zu viel rum, weil ich hier nie was drin habe. Egal, tot.
Buja! Und dafür erhalten wir dann Rising Dragon und Serenity Crystal, der Rising Dragon. Ich glaube, wenn er im Deutschen einfach übernommen wurde, dann heißt er Aufsteigender Drache. Ist eigentlich ein sehr guter Stab für Donald. Ist natürlich nur wirklich nützlich. Blach, warum laber ich so lange? Wenn man ihn sich sofort holt. Naja. Gegen wen kämpft man zuerst? Lass mal sehen. Das ist Spin Strike. Seht mal, Auron ist auch im Turnier. Oh oh. Wir müssen vielleicht gegen ihn in dem Finale kämpfen. Ich wette, er ist ein echter Held, ha? Huh? Nun, ich schätze zumindest mal nicht, dass er ein schlechter Typ ist. Aber du bist der einzige Held hier, Herkules. Du weißt das. Vielleicht vorher. Nun, hör auf! Nicht nützlich. Besiege alle Herzlose, okay. Mit Herkules im Team. Kein Thema. Woo! Keine Ahnung, aber ich bin halt mit so einem Tornado-Ding am Rumfliegen. Ich fand's cool. Naja. Wie war's denn da draußen, Champ? Ich bin einfach nicht mehr das, was ich früher mal war. Tut mir leid, euch so runterzuziehen. Werft doch nicht das Handtuch jetzt, Herk. Wir brauchen dich in den Semifinalen. Das ist das Viertelfinale dann, ne? Glaube ich. Ja. Schätze ich mal. Bring it on! Wir sind in dem Semifinale. Ja? Gegen... was ist das? Schlechter Alarm. Ja, Bad Alert. Schlechter Alarm. Sind sie irgendwie gut? Klingt, als wären sie schlecht. Aber wir können jetzt nicht hier raus aussteigen. Hier aussteigen. Oder flüchten. Wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Ach, sieht doch langweilig aus. Man sollte natürlich bemerken, dass ich trotz Turnierstatus kriege ich hier XP, weil so nicht wirklich nur auf Turnier raus, sondern hier ist es wirklich Kämpfe auf Leben und Tod mehr oder minder. Nur ich glaube, dass wir nicht sterben können. So richtig zumindest. Wir haben es ins Finale geschafft. Wenn wir gewinnen, werden wir Helden sein. Oh, deswegen bist du so glücklich. Wir können jedenfalls nicht für immer Junior-Helden bleiben. Ich werde versuchen, die Dinge richtig zu machen. Also es nicht falsch zu machen, ne? Ja, schon. Ist schon okay. Seht mal, da drüben. Er ist unser finaler Gegner, oder? Auron! Und du bist... Hä? Auron? Ich muss dich besiegen und für meine Sünden bezahlen. Hey! Worum ging's denn da? Ja, es ging um Nicken. Ist schon okay. Es ging um Nicken. Oh mein Gott. Wieder einmal in die Unterwelt, wie es aussieht. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Soweit habe ich mich wenigstens schon mal um die zwei Cups gekümmert. Und wir sind im Finale des Hades Cups. Ich würde erstmal sagen, bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.